Vielen Dank dafür. Danke. Wir kommen gleich zum nächsten Thema. Und da wird sich der Herr Sohn, moderiert vom Herrn Sachs, nochmal ein bisschen um das Beziehungsmanagement letztlich auch mit Lieferanten kümmern, auch in Zeiten von Corona. Ich freue mich auf das nächste Thema. Vielen Dank. Ja, ganz genau. Ich habe die Ehre, quasi unseren letzten Vortrag und den letzten Referenten anzukündigen, Jan-Hendrik Sohn, Regional Director DACH und CEE bei Evalua. Evalua sicherlich den meisten, die mit Einkauf zu tun haben, ein Begriff, sicherlich einer der international führenden Plattformen für Spend- und Supplier Management. Und ich freue mich sehr, Jan-Hendrik, dass du dabei bist und uns heute einen Einblick in eure Lösung zu Evalua gibst und quasi damit den krönenden Abschluss unseres zweitägigen Seminars oder Webinars. Und ja, wir können dich sehen und deine Folie wird auch schon übertragen. Und da will ich gar nicht länger Worte verlieren und freue mich auf deinen Vortrag. Die Bühne gehört dir. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Die beiden wichtigsten Dinge sind geklärt. Man kann mein Gesicht sehen und man kann die Präsentation sehen. Genau. Tatsächlich möchte ich gar nicht so viel über Evalua heute reden, sondern das Thema Kostenfokus und was bedeutet das zum Thema Krisensicherheit, hat Evalua gerade mit einer Studie untersuchen lassen von Forrester, die im April durchgeführt worden ist und im Mai veröffentlicht worden ist. Und ich würde ganz gerne an der einen oder anderen Stelle auf die Studie referenzieren. Am Schluss habe ich auch noch einen Link in meiner Präsentation, falls jemand Interesse hat, sich das ein bisschen detaillierter anzuschauen. Zunächst mal, ich bin froh, dass ich endlich wieder ein Hemd an habe. Ich weiß nicht, ob es Ihnen genauso geht. Wochenlang saß ich hier vor Zoom und hatte eine Zoom-Allergie. Und darf nächste Woche tatsächlich das erste Mal wieder on-site zu einem Kunden. Mein Team freut sich, ein Loch im Bauch. Zunächst mal kleiner Exkurs, weil ich es so spannend fand. Ich wollte mal mit Ihnen die für mich spannendste Folie überhaupt scheren. Ich habe mir gerade mal erlaubt, einen Screenshot zu machen. Alles, was da drauf steht, was der Herr Schulten gerade gesagt hat, kann ich nur zu 1000% unterschreiben und wenn meine Kamera angewiesen wäre, hätten Sie hier einen sehr, sehr nickenden Herrn Sohn an der Stelle schon mal gesehen. Extrem spannend. Gerade solche Themen wie neue Businessmodelle finden, wie positioniere ich den Einkauf, Quick Wins, Leuchtturmprojekte, jeder eingesparte Euro ist direkt wirksam. Kleines Kundenbeispiel an der Stelle von Evalua. Wir arbeiten mit einem sehr, sehr großen amerikanischen Telekommunikationsunternehmen zusammen, die verkaufen oder haben in der Vergangenheit halt ihre gebrauchten Geräte, die sie wieder zurückbekommen haben, verkauft und haben damit 100 Millionen im Jahr Dollar Umsatz erlöst, bis der Einkauf auf die Idee kam, dass man diese Geräte doch auch verauktionieren könnte, was dazu geführt hat, dass der Umsatz über gebrauchte Geräte von 100 Millionen auf 1 Milliarde pro Jahr angestiegen ist. Also durchaus zu Recht, denken Sie aus der Box heraus, gehen Sie mal Themen an, die vielleicht in der Vergangenheit nicht so auf dem Einkaufstablett standen. Da gibt es spannende Felder, in die man sich hineinschauen kann. Aber ich hoffe, Herr Schulten ist mir nicht böse, dass ich die Folie einfach mal so ganz schnell geklaut habe. Deshalb springe ich auch mal zu meinen nächsten Themen. Worüber ich sprechen möchte, ist, was ist die Rolle des Einkaufs als strategischer Geschäftsbereich, als strategischer Geschäftspartner auch für andere? Wofür kollaboriere ich eigentlich? Also Collaboration to Win. Dass Kosten immer noch die Lieferantenauswahl dominieren und das merke ich auch noch aus meiner Systemanbieterrolle gerade heraus sehr, sehr stark. Und wie eine effektive Zusammenarbeit die Rolle des Einkaufs auch bei Innovationen beeinflussen kann. Und ein paar Empfehlungen aus meiner Brille am Schluss, wobei Sie sich natürlich nicht an die halten müssen. Der Zeitpunkt der Studie war halt tatsächlich im April. Also Sie können sich vorstellen, dass vielleicht das ein oder andere Ergebnis, was wir sehen, auch von Lockdowns und Corona-bedingten Punkten schon mal beeinflusst worden ist. Und ich steige einfach mal in die Details ein bisschen ein. Also die Rolle des Procurement als strategischer Geschäftsbereich als erstes. Es gab eine Frage, die ging in die Richtung zu sagen,
wie wird Procurement im Unternehmen eigentlich gesehen? Funktioniert das alles? Und spannenderweise haben 67% der Befragten angegeben, dass die Beschaffung als wichtiger Geschäftspartner angesehen ist. Ich würde Sie bitten, sich diese 67% einmal zu merken. Die Umfrage oder die Studie ist gemacht worden bei insgesamt 425 Entscheidungsträgern aus unterschiedlichen Bereichen. Da wurde der Einkauf befragt, es wurde Finance befragt, die Supply Chain Menschen wurden gefragt, aber auch Vertrieb. Und das Ganze an Ansprechpartner in Nordamerika und in Europa. Aber die 67% sind spannender Wert, den Sie im Hinterkopf halten sollten. Die meisten gaben auch an, dass der Einkauf quasi den Weg für eine effektive Zusammenarbeit mit den Lieferanten weist. Das sagten 85%. Und es bestand Konsens darüber, dass speziell zwischen Finance und Einkauf in der Regel ein recht gutes Verhältnis gesehen wird, dass diese Zusammenarbeit zwischen diesen Bereichen in der Regel sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe Ihnen eben gesagt, merken Sie sich die 67%. Warum habe ich das gesagt? Das zeigt Ihnen die nächste Folie. Die nächste Folie sagt Ihnen, ja, 67% ist der Durchschnitt über die Länder. Leider ist der ist Deutschland, wenn Sie sich anschauen, an der Stelle recht weit unten. Ich mache seit über 20 Jahren bin ich unterwegs im Bereich elektronische Beschaffung, aber auch E-Invoicing, Sourcing, alles, was Sie sich vorstellen können, die gesamte Prozesskette vom Anfang bis zum Ende. Die Positionierung des Einkaufs hat sich in der Zeit wirklich stark verändert und stark verändert von diesem schaffe mir ein paar Discounts hier herbei und das war deine Aufgabe, richtig in schaffe Mehrwert fürs Unternehmen. Aber tatsächlich ist die Sichtweise im Unternehmen auf den Einkauf in Deutschland immer noch eine andere wie in anderen Ländern. Das heißt, sie haben alle eine große Aufgabe vor sich, nämlich genau das zu verändern, dass wenn Evalua diese Studie vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal wiederholt, dass da nicht mehr 38% stehen. Es ist auch so, wenn ich das Deutschland vergleiche mit meinen Kollegen aus den anderen Ländern, also ich verantworte DACH und Zentralosteuropa, wir haben noch zwei andere europäische Regionen, sieht man, dass die einzelnen Regionen und einzelnen Länder sehr, sehr unterschiedlich funktionieren von ihrem Denken, von ihrer Maturität, was Tools angeht, von der Positionierung, wie sie da sind. Und leider, in Deutschland wird oft noch automatisiert und nicht digitalisiert. Jeder spricht von Digitalisierung. Am Ende des Tages heißt Digitalisierung auch für mich, dass ich die unterschiedlichen Prozesse miteinander verknüpfe. In Deutschland landen wir oft noch an dem Punkt, dass jeder eine Sourcing-Lösung hat, eine E-Procurement-Lösung hat, eine E-Invoicing-Lösung hat, ein Business-Intelligence-System hat, die aber alle nicht miteinander sprechen. Das ist für mich keine Digitalisierung, das ist Automatisierung. Und gerade was wir jetzt feststellen in Zeiten von Corona, dass es Unternehmen gibt, die immer tiefer da reinschauen, wie viel Geld gebe ich denn gerade aus? Wie viel Mehrwert generiere ich denn, wenn ich das ändere, was ich Stand heute im Einsatz habe? Und an der Stelle dann oft die Frage gestellt wird, okay, du kommst mit einer liebes Projekt, du hast ein ganz tolles Projekt und wir sehen auch, dass das Unternehmen nach vorne bringen würde. Aber wir haben ja Lösungen. Jetzt zeig mir bitte genau den ROI auf. Warum soll ich jetzt gerade wechseln? Was ist der Punkt? Und das wird, wo man vielleicht vor Corona noch eher den Digitalisierungsgedanken hat und heute aber in einer Zeit sitzt, wo Cash King ist und jeder versucht, das Geld erstmal im Haus zu lassen, sehe ich schon, dass an der einen oder anderen Stelle die Begründung, warum ich digitalisieren will, deutlich, deutlich detaillierter sein muss. Die ganze ROI-Betrachtung, die ist einfach etwas, wo ich Stand heute viel schneller bei meinen Vorständen, wenn ich eine Entscheidungsvorlage habe, einen Stopp kriege. Deshalb nochmal auf Herrn Schulten zurückzukommen. Haben Sie eine Vision? Zeigen Sie Leuchtturmprojekte? Zeigen Sie Quick Wins? Zeigen Sie die kurzfristige, mittelfristige, langfristige Strategie, die Sie haben?
und nicht nur vielleicht einen kurzfristigen ROI an einer punktuellen Stelle. Malen Sie das große Bild. Wenn Sie was erreichen wollen, wenn Sie wollen, dass Sie nicht in 2 Jahren bei der gleichen Umfrage an der Stelle stehen, wo es gerade steht, dann bleibt Ihnen nicht viel anderes übrig, als genau das zu machen, was Herr Schulten gesagt hat. Gut, das Thema Collaborate to Win. Also, Sie sind ja auch alle nicht neu im Einkauf und deshalb verfolgen Sie diese ganzen Buzzwords wahrscheinlich genauso wie mich vom Marketplace über Digitalization, über Collaboration. Sie kennen mehr als ich oder ich kenne vielleicht auch viele, aber es wird viel mit Buzzwords um sich geworfen, aber selber wenig getan. Und vor allen Dingen die Frage ist, warum tue ich das? Ich kollaboriere ja nicht nur, um zu kollaborieren, sondern ich kollaboriere, um für mein Unternehmen Vorteile daraus zu entwickeln. Dazu gab es auch eine Frage, wo abgefragt wurde, aus unterschiedlichen Richtungen, für Stakeholder, was sind die primären Faktoren, die Collaboration mit dem Einkauf limitieren? Und das unterschieden, dass ich keine Priorität bei den Stakeholdern habe, dass ich keine Mechanismen oder Systeme habe, um tatsächlich effektiv zu kollaborieren, oder gerade in Zeiten von Corona, wo viele Leute aus zu Hause saßen, dass ich physische oder auch Zeitzonen-Gaps habe, die es zu überwinden gibt. Und obwohl Procurement häufig ja als strategischer Partner innerhalb des Unternehmens gesehen wird, gaben insgesamt rund 70% der Entscheidungsträger zu, dass man Stand heute den Einkauf oft als den Engpass betrachtet. Für mich sehr, sehr spannendes Finding. Wahrscheinlich haben Sie dasselbe Bild gesehen, was ich auch in Corona-Zeiten gesehen habe. Also gab es immer, was treibt die Digitalisierung im Unternehmen? Da gab es dann immer 3 Antwortmöglichkeiten. Ist es der CFO, ist es der CIO oder ist es Corona? Antwort C war an der Stelle richtig, weil es entweder das Thema Digitalisierung beschleunigt hat oder tatsächlich auch verlangsamt hat. Ich schaue mal ein bisschen auf die Zeit, deshalb werde ich einfach weitergehen. Ich stelle fest, 15 Minuten gehen doch sehr, sehr schnell vorbei. Aber auch hier nochmal den Bezug auf Deutschland zu finden. 39% aller Befragten sagen, ihnen fehlen die Mechanismen, um tatsächlich vernünftig zu kollaborieren mit Lieferanten. In Deutschland ist der Wert noch höher gewesen. Wir liegen dabei bei 50%. Gut. Kosten dominieren die Lieferantenauswahl. Das ist Ihnen nicht neu. Das passiert bei Ihnen jeden Tag. Und 77% aller Befragten stimmten zu, dass bei den meisten Beschaffungsprojekten nach wie vor die Kosten bei der Lieferantenauswahl dominieren. Wenn Lieferanten letztendlich nur auf der Grundlage der Kosten ausgewählt werden, ist es schwierig, kooperative Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Mein letzter Arbeitgeber hatte einen großen amerikanischen Sportartikelhersteller als Kunden und dort wurden zum Beispiel im Einkauf Innovationsquoten mit dem Lieferanten verhandelt. Es ging nicht um den letzten Cent in der Preisfindung, sondern es wurden Innovationsquoten vereinbart. Das heißt, du lieferst mir eine bessere Qualität an, sag jetzt mal Gummi, damit sind meine Schuhe besser, die ich verkaufe. Verkaufe ich mehr Schuhe, brauche ich mehr Gummi. Habe ich mehr Aufträge an dich und dann kommt es am Ende des Tages nicht mehr auf den letzten Cent an, sondern tatsächlich auch gemeinsam mit dem Lieferanten Qualität zu verbessern und damit mehr Umsatz zu generieren. So, die wichtigsten Faktoren, die eigentlich zu betrachten sind, nach Aussage der Teilnehmer der Studie, wenn man halt nicht nur auf die Kosten achten würde. Ein Punkt, den ich eben erwähnt habe, das ist halt wirklich, dass man Performance Goals oder Innovationsquoten mit dem Lieferanten bespricht, dass man zu
Tools hat, mit dem ich mit meinem Lieferanten auch kooperieren kann, wo ich nicht Excel-Listen durch die Gegend schreibe, sondern wo der Lieferant Zugriff auf die gleichen Systeme hat, die auch der Kunde im Einkauf hat, um wirklich keine Gaps zwischen den Lieferanten und der Einkaufsorganisation zu schaffen. Ich habe noch 1:25. So, die effektive Zusammenarbeit erhöht die Rolle des Einkaufs bei Innovationen. Die Verbesserung der Zusammenarbeit mit Geschäftsbereichen und Lieferanten erhöht die Rolle des Beschaffungswesens als strategischer Partner im Unternehmen, indem sie neue Wertquellen jenseits der traditionellen Bereiche wie Kosten erschließen. Das Beispiel mit Sprint Telekom habe ich an der Stelle ja eben auch schon mal genannt. Sie haben heute, glaube ich, einen sehr, sehr guten Vortrag von Tanja Riley von EcoVadis schon gehört. Das ganze Thema Corporate Social Responsibility rückt immer mehr in den Vordergrund. Natürlich geht es immer noch um Margen, um Kosten, aber ein Punkt, der immer wichtiger ist, und das merke ich auch, ist das Thema Cashflow. Sämtliche Kunden kommen aktuell in der Zeit von Corona und fragen nach verlängerten Zahlungszielen. Niemand möchte in 2020 Geld ausgeben. Jeder möchte krisensicher auf seinem Geld sitzen. Also gerade Cashflow und Cashmanagement sind ein großer Treiber hier. Und natürlich Innovation und Effizienz im Betrieb. Entscheidungsträger erwarten, dass das Beschaffungswesen in der Lage ist, das Niveau und das Tempo der Innovation durch verbesserte Zusammenarbeit zu erhöhen. Das können sie nur, wenn sie auch tatsächlich miteinander eine vernünftige Kollaborationsplattform haben. Kommen wir zu den zu meinen Empfehlungen. Und dann bin ich auch nur ganz wenig über meiner Zeit. Ganz kurz, Jan Henrik. Bitte? Sorry, ganz kurzer Einwurf. Du hast noch ein bisschen mehr Zeit. Du musst dich nicht so beeilen. Du hast auf jeden Fall noch ein paar Minuten mehr. Du musst nicht in 1-2 Minuten durch sein. Das passt noch vollkommen in den Agenda-Rahmen. Ja, das liegt so an meiner deutschen Strukturiertheit, dass ich versuche, dann auch in der Zeit zu bleiben. Alles klar. Gut, aber gut, wir sind bei den Empfehlungen. Machen Sie es wirklich die Verbesserung der Zusammenarbeit mit Ihren Lieferanten zu Ihrer obersten Priorität. Das ist ein Werkzeug, das in der Vergangenheit viel zu selten genutzt wurde. Definieren Sie KPIs, die Ergebnisse messen und nicht nur Aktivitäten. Und natürlich aus meiner Brille betrachtet, implementieren Sie eine Software, mit der Sie tatsächlich digitalisieren können. Ich denke, dass die letzten Wochen gezeigt haben, dass Homeoffice vom Grundsatz her funktioniert. Ich denke im Übrigen auch, dass Homeoffice in die Kultur des deutschen Arbeitswesens deutlich mehr hineinfließen wird, als das in der Vergangenheit der Fall war. Dann muss ich meine Mitarbeiter aber auch dazu enablen, dass sie innerhalb ihres Homeoffices vernünftig arbeiten. Und wir leben tatsächlich in Deutschland oft noch in einer Welt, wo der Mitarbeiter gerne in Verträge schauen möchte, aber es nicht kann, weil der Vertrag gerade auf der Fensterbank neben seinem Schreibtisch im Büro liegt. Um in der Zukunft krisensicher aufgestellt zu sein, muss ich in der Lage sein, von jedem Platz dieser Welt alle meine Prozesse im Griff zu haben. Ich muss meine Sourcing-Events nachvollziehen können, ich muss meine Auswertungen haben, ich muss meine Beschaffungsvorgänge bei mir haben, meine Verträge, ich muss meine Lieferantenbewertung von jedem Platz dieser Welt aus machen können. Insofern ist eine Lösung wie eine Evalua, und natürlich gibt es da auch noch andere, das weiß ich, essentiell gerade in Zeiten von Pandemien oder sonstigen Katastrophen die Arbeitsfähigkeit in Ihrem Unternehmen zu erhalten. Und kommen wir wieder auf Herrn Schulten zurück. Gehen Sie mit der Vision zu den Leuten, die das Geld haben, erklären ihnen, dass sie das Unternehmen halt nicht nur, dass sie nicht nur da sind, um die Margen nach oben zu treiben oder die Discounts nach oben zu treiben, sondern dass sie einen echten Mehrwert liefern können, wenn man sie denn auch vernünftig ausstattet. Ja, dann
würde ich dann an der Stelle meinen Vortrag beenden. Wunderbar, Jan-Henrik, vielen Dank für den kompakten Vortrag zum Schluss. Quasi deine Gedanken zu dem Thema, auch nochmal resümierend mit Bezug auf die anderen Speaker. So wünschen wir uns das. Eine Frage, die sich direkt mir am Anfang gestellt hat, du hattest diese Forrester-Studie quasi direkt eingangs genannt, die jetzt mit die Anfang April rauskam. Ich gehe mal an, dass ihr ja als Evalua international aufgestellt, dass eine Studie ist, die auch international erhoben wurde, also durchgeführt wurde. Gibt es da denn Erkenntnisse oder Insights, jetzt die speziell für den Dachmarkt gültig sind oder wo du sagst, das ist besonders auffällig oder lässt sich das alles so einfach übertragen? Naja, das ist, ich hatte ja diese beiden Unterfolien. Es lässt sich halt nicht alles übertragen. Fakt, ich meine, ich gebe mal ein gutes Beispiel. Evalua hat in Europa 3 Regionen. Und wir haben 3 Regionen, weil es unterschiedliche Kultur und tatsächlich einen unterschiedlichen Status gibt. Wie weit sind die Unternehmen? In Deutschland hat man unheimlich früh angefangen mit E-Procurement-Lösungen, ja, und war sehr, sehr erfahren. Da haben andere Länder noch gar nicht dran gedacht. Oder ich kann heute in Amerika, sag mal, viel einfacher, gestricktere E-Procurement-Lösungen verkaufen als in Deutschland, weil in Deutschland seit 20 Jahren die Leute sagen, ich habe genau den Prozess, den Prozess, den Prozess, den Prozess und den ich wir haben viel zu lange automatisiert, aber gesagt, wir digitalisieren. Ich glaube, jetzt haben wir dich vom Audiosignal ein bisschen verloren. Ich höre dich auf jeden Fall nur abgehakt. Ich hoffe, dass es nicht allen so geht, aber ich vermute mal, dass es nicht nur mir so ergeht. Jetzt höre ich dich gerade leider gar nicht mehr. Das lag daran, dass ich gerade gemutet wurde. Ich hoffe, jetzt wieder da. Jetzt bist du wieder da, um es besser zu verstehen. Sorry. Aber die Studie zeigt halt schon auch nach Ländern Unterschiede, definitiv. Und diese Unterschiede stelle ich in den 20 Jahren, die ich versuche, den Einkauf mit unterschiedlichen Lösungen zu unterstützen, fest. Und die zementiert eigentlich das, was ich glaube, nämlich, dass wir in Dach viel zu selten noch mit der Vision kommen, noch viel zu oft auf dem Tool und dem Subprozess des Subprozesses des Subprozesses sind und wir viel mutiger sein müssten, tatsächlich zu digitalisieren und Systeme übergreifend zu haben. Alles klar, vielen Dank. Ein letzter Punkt, der mir noch unter den Nägeln brennt, einfach nochmal so zu Benchmarken, wie du auch sagst, ihr seid natürlich als internationaler Player unterwegs, gibt auch andere Player im Markt, die Ähnliches machen. Nochmal für vielleicht für denjenigen, der im Einkauf sagt, ich evaluiere den Markt gerade oder ich sehe natürlich, dass Evalua da stark auch präsent ist die Jahre, wie sehr, wie ihr euch jetzt nochmal von der, ich sag mal, 2, 3 Kernfunktionen besonders abhebt und hervortut im Vergleich zu anderen Playern, die im Markt halt sind. Ja, gerne. Es gibt einen Punkt, an der Stelle sehe ich Evalua tatsächlich als, oder eigentlich 2, an denen sehe ich Evalua sehr speziell im Markt. Punkt 1, alles, was man als Kunde von Evalua bekommt, und wir decken den kompletten Prozess ab, von ich entdecke einen Lieferanten über den Sourcing-Bereich, über den Vertragsbereich, über die Bestellung bis zur Rechnung, bis zur Analyse, alles, was man von Evalua bekommt, ist über 20 Jahre gewachsen in einer durchgängigen Lösung, in der ich Datenhaltung habe auf einem System. Das heißt, ich kann an jeder Stelle, ich sag mal, von einer Bestellung sehen, aus welchem Vertrag kam das, aus welchem Sourcing-Event kam das, aus welcher Lieferanten-Evaluierung. Und ich kann von kreuz und quer hin und her springen. Die meisten, eigentlich fast alle Tools, die es gibt, und ich habe auch einige davon verkauft, reden die Module nicht wirklich miteinander. Wenn die Module nicht miteinander reden, dann kann ich auch das Tool einführen, aber dann bin ich immer noch beim Thema Automatisieren und nicht Digitalisieren. Also es gibt Tools, wo ich
Wenn ich wissen will, wie war denn meine Vertragsauslastung, dann kann das System mir das nicht zeigen, weil es keinen Connect zwischen Verträgen und den Bestellungen gibt. Dann kann ich meinen Dienstleister fragen, ob er mir einmal im Monat eine Auswertung macht. Aber ich kann nicht schnell genug auf irgendetwas reagieren, weil die Systeme einfach nicht miteinander reden. Das ist also Punkt 1, wo ich Evalua ganz anders sehe als die meisten Anbieter im Markt. Und Punkt 2 ist, Evalua hat, wie gesagt, diese 20-jährige Erfahrung. In der Lösung gibt es so viele Möglichkeiten, das System zu konfigurieren, dass wir am Ende des Tages immer wieder feststellen, der Kunde braucht nachträglich nicht Change Requests einzuräumen. Wir haben unheimlich wenig kundenspezifischen Entwicklungsaufwand. Alles, was der Kunde braucht, nicht immer, also ich darf ja nicht lügen, also es ist nicht zu 100%, aber es ist zu 99% so, dass wir auch spezielle Prozesse des Kunden über Konfiguration abdecken können. Was heißt, wir halten das Projekt nicht auf, weil das ist eine ganz große Schwäche, die man ganz oft auch im Markt kennt. Leute kaufen ein System, kriegen Mockups gezeigt in der Anbahnungsphase, also dass es funktioniert, und stellen dann fest, wenn sie es gekauft haben, wenn ich das jetzt wirklich nutzen will, müssen die das erstmal für mich entwickeln. Und ja, dann habe ich interne Erwartungshaltung und ein ROI geknüpft, aber rolle eine Lösung auf einmal 6 Monate nicht aus, kann die Funktionalitäten nicht nutzen. Und da haben wir Gott sei Dank eine grundsätzlich andere Philosophie dahinter. Alles klar. Dann Henrik, vielen Dank für deine Zeit und dass du jetzt hier für uns als letzter Redner zur Verfügung standst und quasi den Abschluss unseres Procurement Summit Onlines der 2 Tage mit uns gestaltet hast. Danke also nochmal für den Vortrag.